Barbosa ist 1:43.08 gelaufen. Benson Coach 94, eine 1:43.17. Arti Douglas vor einem Jahr zwischenzeitlich norwegischen Landesrekord 1:43.69. Und wieder geht die Jagd ab und Wilson Kipketer sucht sich gleich eine gute Position. Jetzt hat Peter Stubbs die Führung übernommen. Er ist der Pacemaker für die ersten 400 Meter. In Berlin sind sie ja wahnsinnig schnell angegangen. Viel zu schnell. 48, 80. Die schnellste Zwischenzeit, die es je gegeben hat bei einem 800 Meter Rennen. Was dieser Wilson Kipketer will, das wissen wir mittlerweile. Er tastet sich heran an die Zeit von Sebastian Coe. Aber nach den 4 scharfen Rennen, die er gelaufen hat, allesamt in Weltklassezeiten, Frage, ist das noch möglich? 49,05 über 400 Meter. Und die Pacemaker sind okay und vor allen Dingen, sie gehen jetzt etwas länger. 500, 600 Meter, Robert Kiebet, Sami Langert, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Zwischenzeiten sind sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, 600 Meter passiert, über den Daumen gepeilt, 1:17.5. Und jetzt ist er vorn, Wilson Kipketer. Und nun dieses bei ihm schon altes Spiel, wie komme ich über die letzte Phase? Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht besser aus als in Berlin. Er zieht durch. Grandioses Rennen. Sehr, sehr gut. Jetzt, wenn er jetzt nicht stehen bleibt, dann wird es eine Riesenzeit. Achtung! Boi! 1:41.83. Hilf Himmel! Das ist das drittschnellste aller Zeiten. Hinter Sebastian Coe, 1:41.73, nur eine Zehntelsekunde ist er über den Weltrekord geblieben.